alles fließt durch unser Netz. Ich komme aus Hamburg, du hast es angekündigt, Simon, das ist Hamburg. Und das ist das Übertragungsnetz, aus dem wir im Wesentlichen in Hamburg unsere Energie beziehen. 50 Hertz stellt uns die zur Verfügung an drei großen Kuppelstellen. Und was ist dahinter? Jede Menge 110 kV, Schaltanlagen, Umspannwerke, alles, was man braucht, um die Metropole mit Energie zu versorgen. Und dazu gibt es zwei wesentliche Kennzahlen, die bitte ich jetzt einfach mal, sich zu merken. Wir kommen im Laufe des Vortrags nochmal darauf zurück. Ich hoffe, man sieht den Laser. Tut man nicht? Okay. Die obere von den beiden, 11,4 Terawattstunden, das ist die Energiemenge, die wir jedes Jahr durch dieses Netz in Hamburg transportieren. Das ist viel. Das ist viel. In Berlin sind das ungefähr 13 Terawattstunden und Berlin hat etwa zweimal so viel Einwohner wie Hamburg. Woran liegt das? Kommen wir gleich zu. Zweite Kennzahl, das ist die Netzhöchstlast. 1600, etwa 50 Megawatt. Das ist die Leistung, die wir gleichzeitig durch das Netz schieben. Auch diese Zahl, bitte nochmal merken, kriegt nochmal eine richtig, richtig wichtige Bedeutung. Warum ist das so viel Energie pro Jahr? Beziehungsweise, warum ist Hamburg da so überdurchschnittlich? Die roten Punkte, das ist die Industrie in Hamburg. Hamburg ist eine Industriemetropole. Wir haben chemische Industrie, im Wesentlichen Raffinerien etc. Wir haben Grundstoffindustrie, Metallverarbeitung. Wir haben auch Ernährungsindustrie. Wenn jetzt der Laserpointer ginge, könnte ich zeigen, wo. Das ist auf der Karte ungefähr so in der Mitte links. Da hat Nestlé einen Produktionsstandort und ich habe gelernt, dort werden weltweit als einziger Produktionsstandort Smarties hergestellt. Das ist definitiv wichtig. Ich habe kleine Kinder, jeder, der kleine Kinder hat, weiß, wie wichtig Smarties sind. Wir haben auch Kraftwerke, wir haben schon was über thermische Kraftwerke gehört. Wir haben auch welche in Hamburg, das sind insgesamt vier, das sind die grauen Punkte. Und wir haben auch gelernt, dass die thermischen Kraftwerke wahrscheinlich zukünftig nicht mehr da sein werden. Wollen wir mal gucken, was das heißt. Jetzt haben wir viel über das Netz in Hamburg gelernt, wie ist das aufgebaut, wie sieht das aus, industriegeprägt, thermische Kraftwerke etc. pp. Wie sieht das eigentlich übergeordnet aus? Also gucken wir mal über Hamburg hinweg, allgemeiner Blick, das Energiesystem gestern. Kennen wir alle aus dem Studium, aus der Ausbildung, aus dem Berufsleben. Wir haben in der Mitte die großen fossilen Kraftwerke, die speisen auf der Übertragungsnetzebene die Energie ins Netz. Aus dem Übertragungsnetz tröpfelt das so langsam in die unteren Spannungsebenen runter. Die Energieflussrichtung ist relativ einfach, da muss man nicht viel tun, das geht immer von oben nach unten. Da steht schon, das war gestern. Wie sieht das heute aus? Ein bisschen differenzierter. Ich hoffe, man kann das sehen. Mir wurde gesagt, die Folien sind vielleicht ein bisschen zu wuschig, weil der Bildschirm ist so klein. Ich versuche es zu erläutern, es ist ein wenig differenzierter. Wir haben immer noch große Kraftwerke, ja, aber wir haben neue Verbrauchskategorien im Netz. Stichwort Elektromobilität. Da ist so ein Bus zu sehen, der an der Ladesäule steht. Wir haben aber auch neue Typen von Erzeugung, haben wir auch schon was drüber gehört. Die bösen Erneuerbaren, die wir noch mit der Trägheit begeistern müssen. Die haben wir hier auch schon. Wir haben Wind und wir haben PV. Und wir haben immer noch die große Industrie, die versorgt werden will. Ne? Stichwort Smarties, wichtig. Wie sieht das morgen aus? Wem fällt es auf? Was fehlt? Ich sehe keine Kraftwerke mehr, zumindest keine großen thermischen. Wir haben jede Menge erneuerbare Energienerzeugung, PV, Wind. Und wir haben nochmal neue Verbrauchstypen. Da ist sowas wie die Wärmepumpe und da ist sowas wie die Elektrolyse. Alles Verbraucher im Netz, die wir heute... Ah, Simon, super. Pass auf, das wird jetzt echt tricky. So, und gleich geht die Folie weiter, weil ich irgendwas drücke. Das ist dann nicht geplant gewesen. Da ist der Elektrolyseur. Ich hoffe, er ist zu sehen. Und da ist die Wärmepumpe. Danke dir. Was heißt das fürs Stromnetz? Wo kommt die Energie her? Wie macht man Wasserstoff? Aus Strom. Wie funktioniert eine Wärmepumpe? Im Wesentlichen mit Strom.
wie funktionieren Elektroautos? Gut, das steckt im Namen mit drin, muss ich jetzt nicht erläutern. Was heißt das im Klartext? Es wird viel, viel mehr Energie durch das Netz transportiert werden müssen, weil die Verbrauchstypen sich massiv verändern werden. Was heißt es konkret? Wir sind wieder in Hamburg. Was werden wir in Zukunft nicht mehr sehen? Das ist das Kraftwerk Tiefstack. Kohle und Gas, Kohleblock mit Gasturbine, wird ersetzt durch eine Flusswärmepumpe. Das Kraftwerk ist nämlich im Wesentlichen eine Kraft-Wärme-Kopplungsanlage. Das heißt, Strom ist das Abfallprodukt. Wir speisen Wärme ins Fernwärmenetz. Das soll auch in Zukunft so sein, denn Wärme brauchen wir, haben wir gelernt. Also erzeugen wir die Wärme mit einer Flusswärmepumpe. Wie wird die Flusswärmepumpe betrieben? Genau, mit Strom. Im dreistelligen Megawattbereich. Merken. Was sehen wir nicht mehr? Lokale Emissionen durch den Verkehr. Warum? Weil wir auf Elektromobilität umsteigen. Wer genau hinguckt, ich zeige es jetzt nicht nochmal mit dem Stock, Simon, aber es ist kein E-Kennzeichen im Bild. Ich habe genau darauf geachtet. Wenn wir keine lokalen Emissionen durch den Verkehr mehr haben, dann brauchen wir auch keine Tankstellen mehr. Wenn wir keine Tankstellen mehr brauchen, brauchen wir auch keine Tanklaster mehr. Weil wie kommt der Sprit zur Tankstelle? Genau, mit dem Tanklaster. Wie kommt der Sprit zum Elektroauto? Nicht der Sprit, aber der Strom? Durch das Netz. Genau, Problem, haben wir schon gelernt. Und was sehen wir auch nicht mehr? Das Synonym für die Gasheizung, der Gaszähler, guckt man im Moment nicht so gerne drauf, ist halt so, deswegen wird er ja auch verschwinden. Also sind wir wieder bei der Wärmepumpe und beim Strom. Dazu gibt es jetzt Kennzahlen bzw. ein paar interessante Kennwerte. Was heißt das konkret? Sie haben die Zahlen noch im Kopf. Netzhöchstlast war bei 1600 um die 50, ich habe es gehört, vielen Dank. Was müssen wir aufgrund der Kundenanforderungen in der Hochspannung, also Industrie, Stichwort Elektrolyse, Wasserstoff für den Prozess, Stahlherstellung mit grünem Wasserstoff, Aluminiumherstellung mit grünem Wasserstoff und so weiter, was müssen wir in den nächsten Jahren an Leistungszubau realisieren? Was haben die Kunden angefragt? Da steht's. Bis 2025 650 MVA zusätzlich. Nicht irritieren lassen, MVA ist das gleiche wie MW. Das ist jetzt eine technische Feinheit, gehen wir nicht drauf ein. Die Größenordnung ist wichtig. Bis 2030 kommen nochmal 430 dazu und bis 2030 bzw. nach 2030 wissen wir jetzt von 150. Also um das deutlich zu sagen, wir wissen heute von 150. Das ist nach 2030. Ich bin mir sicher, das wird noch mehr. Nur zur Größenordnung, 1650 heute. Ich bin schlecht im Kopfrechnen, aber es ist fast so viel, was nochmal dazukommt. Und das ist nur die Hochspannungsseite. Wir reden noch nicht über Elektromobilität und Wärmepumpen. Darüber reden wir hier. Das kommt noch on top. Wenn wir 2040 in Hamburg etwa 500.000 Elektrofahrzeuge sehen, das ist die realistische Prognose, dann bedeutet das, nur durch den Fall Heimladen, also Laden zu Hause, kommen nochmal ungefähr 400 MVA oder MW dazu. Und das berücksichtigt den Gleichzeitigkeitsfaktor und der ist verdammt niedrig. Der liegt irgendwo bei 0,1. Dazu kommt noch das Laden beim Arbeitgeber, das liegt ungefähr in der gleichen Größenordnung. Der Vorteil ist, das ist zeitlich versetzt. Weil meistens, wenn ich das Auto zu Hause lade, brauche ich das nicht mehr beim Arbeitgeber. Und die Wärmepumpe, sehen Sie selber, die Größenordnung liegt etwa bei der doppelten. All das kommt dazu. Also, was müssen wir tun? Ich muss mich ein bisschen beeilen. Ich komme nochmal auf das Beispiel mit der Mobilität. So ein Tanklaster, der hat ungefähr so viel Energie geladen, wie man für 50 Fahrzeuge braucht. Verbrenner. Ist klar. Also Verbrennerfahrzeuge, die ungefähr 10.000 Kilometer im Jahr fahren, 50 Stück passen in so einen Tanklaster. Wenn ich das jetzt durch Elektroautos substituieren will, muss ich die Energie für 50 Elektroautos durch mein Netz transportieren. Bei Wärmepumpen ist es ähnlich. Für die klassische 100 Quadratmeter Wohnung steigt der Energiebedarf mit einer Wärmepumpe um etwa 80% im Jahr. Wenn Sie weiter so heizen wie vorher, bei 17 Grad Raumtemperatur wird es ein bisschen weniger, aber das ist dann eben Ermessenssache. Was müssen wir tun? Wonach ist unser Netz dimensioniert?
nach dem Peak da oben, Simon, ich würde jetzt nochmal um den Stock bitten, aber ich glaube, es geht auch so, weil die Zeit läuft mir weg. Siehst du, die Zeit läuft mir weg. Da ist der Peak, da oben. Dafür ist das Netz dimensioniert. Das heißt, es gibt noch Reserven. Nämlich da, wo diese Last etwas niedriger ist. Wir müssen also versuchen, neben dem Thema Netzausbau, möglichst viel Last in diese Zwischenräume zu schieben. Das kann man Gott sei Dank mit Elektromobilität und mit Wärmepumpen ganz gut machen, die sind steuerbar. Womit das nicht geht, ist Heizlüfter. Kaufen Sie keine Heizlüfter, benutzen Sie keine Heizlüfter. Heizlüfter sind nicht steuerbar, außer durch den, der den Stecker reinsteckt, und das ist meistens keine gute Idee. Also worüber rede ich, warum ist mir das Thema so wichtig? Nutzen wir die Potenziale, die das Netz noch hat, damit wir Zeit gewinnen für den Netzausbau, weil was wollen wir nicht? Zur Erläuterung, das ist die Hamburger Kupferplatte. Ich denke, keiner von uns will realistisch in so eine Lösung gehen. Und jetzt würdige ich nochmal ausdrücklich den Veranstalter mit dem Energiesystem 2030. Gehen wir in diese Richtung, haben wir eine realistische Chance, dass das Ganze gelingt. Und ich denke, dafür sollten wir alle arbeiten. Das lohnt sich. Vielen Dank.